für Pflegefrische. Da hat man ja keine. Dann muss man dann. Ja, Quatsch. Ja, wenn das schon. So. Noch mehr, noch mehr. Ich hab nicht eingeschaltet. Das wird halt noch länger dauern. Geht schon. Ich begrüße euch einmal zum heutigen Juxschießen vom SSV Spielern Bullersdorf. Jo, das läuft so ab. Also drei Sachen, auf die wir schießen. Zuerst schießen wir mal auf diese Dosen. Man hat maximal 13 Schuss, dass man alle Dosen runterschießt. Je früher man es runterbringt, umso mehr Pluspunkte hat man. Also man zählt von 13 runter. Wenn man es in dreimal geschafft hat, bleiben noch 10 über, hat man 10 Pluspunkte. Die Dose muss unten liegen. Die Dosen müssen unten liegen, ja. Wenn du durchschießt? Wurscht. Ja, dann hast du ein Bild gehabt. Ganz unten oder nur umgekehrt? Nein, unten. Auf den Boden. Dann schießt man zweimal auf diese Scheiben, die auf der Seite hängen da. Da schießt man dann zweimal drauf. Und zum Schluss schießt man einen Luftballon runter. Das ist dann der Multiplikator aus diesen. Zum Beispiel 10 und da schießt man 2 2er, sind 14. Wenn da 2er Multiplikator drin sind, hat man 2 mal 14, 28 Punkte. Und das ist das Ergebnis. Und dann schauen wir, wer am meisten hat. Der was kauft, der muss ja da einmal eh drum werden. Die Scheiben gehen wieder mit raus, gell? Der Quer, das ist ein Meter, 2 Meter. 2 Meter. Nein. Ist das auch so schwer? Jetzt wird es schwierig. So, jetzt kann man den Meister schützen. Gabst, was ist denn los bitte? Jetzt brauche ich mal 20 Schuss. 13, Jungs. 13? Zwei Schuss und noch nichts runtergefallen. Das gibt's ja gar nicht. Meister. Mit Schäferz. Das Loch suchen, das Loch grenzt links und dann. Such das. Und dann. Wow, schau. 2,7. Bist du deppert und. Das schaut aus wie ein Schwert. Aber die ersten habe ich ohne. Wenn du drüber fährst, ist vorne flach und dann kannst du das reinstecken und dann hast du da. Was habe ich gesagt? Ja, maximal auf dem zweiten oder auf dem dritten Platz. Ich hab 22 Punkte. Freut mich, dass so viel da waren. So ein Juckschießen haben wir noch nie gehabt, so vielleicht. Preisverteilung, Jucksbewerb, was wir heute geschossen haben. Den 17. Platz der Fleischer Heinz gemacht. Den 16. Platz die Hauer Irmgard. Die Nicole war. 14. Pauline. Ja. Schuss der Franz gleich danach. Ja, gib's gleich weiter. Danke. Der 12. Platz, den darf ich mitnehmen. Elfter Platz, der Hess Johann. Was ist los? 10. Platz, Wolf Kerstin. Bravo! Schön. 9. Platz, der Bischof Fritz.
Auf den Platz, Ulla. Bravo! Siebter Platz, Luca Daniel. Bravo! Sechster Platz, Niedermeyer Christian. So, jetzt kommen wir zu zweit. Ich will das erste mit Fernseher. Fünfter Platz hat gemacht die Langwaldraut. Bravo! Vierter Platz, die Cam Annemarie. Ja, bravo! Mit Hut. Mit Urkunde. Dritter Platz, da hat es auch Punkte Gleichheit gegeben. Mit dem zweiten Platz, der dritte Platz, Cam Henrik. Ja, super. Das Kind soll aber hergeben, ich habe zwei gleich in der Hand. Zweiter Platz hat der Martin gemacht. Super! Bravo! Und der Michi mit dem einzigen 3,5er Multiplikator. So, jetzt geht's zum Schützenkönig. Schützenkönig ist. Da hat den achten Platz gemacht, der Cam Henrich. Den siebten Platz, die Langwaldler. Den sechsten Platz, die Cam Annemarie. Fünften Platz, die Nicole. Wow. Den vierten Platz hat dort der Großbel Martin. Den dritten Platz habe ich gemacht. Du! Den zweiten Platz hat gemacht der Bischof Fritz. Ja, aber die Farbe hast du denn nicht daran, Fritz? Das hat er gerade. Den ersten Platz mit einem, was war das? 54er Teiler. Michi. Und er kriegt auch den Wandervokal, den nein. Der Fritz jetzt weitergeben muss. Nächstes Jahr kriegst du ihn wieder. Super! Oh. Die Vereinsmeisterschaft, das heißt, im Laufe des Jahres hat man die Möglichkeit, also 5 Serien abzugeben. Mal vorher halt sagen, dass man Vereinsmeisterschaft schießt, 25er Serien abzugeben und die werden halt dann zusammengezählt. Und der halt am Meister des Vereinsmeister dann. Schätze, dass er meine Hut kommt. Ja. Gut, fünfter Platz, Cam Nicole. Ich bin erst am fünften aufgewacht, oder wie? Vierter Platz, der Großbel Martin. Dritter Platz, der Hauer Michi. Zweiter Platz der Bischof Fritz. Brav. Bis gut ist vor. Also der erste Platz bleibt da nicht mehr anders über der Breite. Wo musst du denn jetzt hingehen? Soll ich hin? Doch, das ist ja gut. Den dürfen wir als zweite Mal nehmen. Das ist der Wanderpokal. Dann danke ich schön und. Oder ein neues, ne? Ich wünsche euch jeden schöne Feiertage. Danke. Na guten Rutsch.